Ich habe den Blutmond so vermisst. Nicht. Irgendwie schade. Ich finde die irgendwie so ein bisschen verschwendet, weil die Idee ist ja eigentlich ganz cool, aber irgendwie habe ich kein Interesse, die Levels zu machen. So, das brauchen wir nicht machen. Ja, dann würde ich einmal ganz kurz in... Warte mal, bevor wir das machen, würde ich einmal ganz kurz bei Link schauen, weil ich glaube, Link ist voll. Der ist nahezu voll. Okay. 106 bei 11. Das bedeutet 79 kann der. 79. Ja. Es lohnt sich nicht, weil der, wenn der Stufe 15 hat, dann hat er 107 Schaden und der ist erst bei Stufe 11. Okay, dann würde ich hier mal gucken, ob wir da so ein bisschen hochleveln. Boah, das schon echt krass ist. Das sind normale Sachen, ne? Ja, nicht, dass ich jetzt hier in die doppelten, also in die, wer ist es hier? Keine Ahnung. Zweihändler. In die Zweihändler gehe. So. So. 82, das ist schon krass, wie stark die werden können. Immerhin ganz in Ruhe. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Aber da habe ich keine Lust drauf. So. So, der macht jetzt schon 116 Schaden. Das ist schon sehr viel. Themen kombinieren. Das war aber noch nicht hochgelevelt, nee. Also schon stark, aber ich benutze eigentlich nie sowas. Ich benutze immer den Einhänder. Den lasse ich mal raus. So. Bin gespannt, wie hoch es noch geht. Geh mal von hinten. So. 120 plus 5. Ach, ich den, der hat erhöhten Verkaufswert. Ne, der auch nicht. Ah, ich glaube, das müssten jetzt aber alle gewesen sein. Okay. Der nähert sich an. Der nähert sich an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch eine stärkere Waffe gibt. Und ich glaube, wenn er auf Stufe 20 ist, würde ich den halt mit dem hier erhöhen. Und dann wären wir bei... Also wir wären jetzt schon bei 124. Ich habe irgendwie Angst, dass der doch nicht so stark ist. Aber selbst wenn nicht, dann kann ich den mit dem anderen, mit irgendeinem anderen kombinieren. Wie sieht das bei ihr gerade aus? Sieht das auch ganz okay aus? Und bei ihr muss ich später auch leveln. Aber das lohnt sich jetzt noch nicht. So. Prosten war nix. Nee. Gut, weil dann würde ich einmal ganz kurz in den Laden gucken, wenn wir hier eh schon sind. Hä, was war das denn? Ich habe gar nicht nach unten geklickt. So. Ich habe das Gefühl, ich kaufe die immer. Ich kaufe jetzt einfach mal ein ganzes Stack hier. Oder nicht ein ganzes Stack, aber alle. So, du. So gar nicht, wo der erste immer ist, wo man verkaufen kann. So, dich nehme ich. Trotzdem nehmen wir immer dazwischen. Vielleicht können wir diesmal was ganz Schönes verkaufen. Kann man auch nie was Besonderes. Wäre schön, wenn jeder Händler irgendwie was Wichtiges hätte zu verkaufen. So. Nehmen wir mal alle.
Dann haben wir da einen Puffer. Da auch. Jo. Nee. Ah, was willst du? 30 Kröten. Da kriegen wir ein bisschen Geld hier. 18 davon. Ah, die bringen jetzt nicht so viel ein, aber komm. So ein hat man, ne? So. Palmfrucht. Frostmelone. Wildbeere. Und da haben wir letztens so viele sammeln müssen. Von allen. Da draußen Bild war es, glaube ich. So. Ja. Die klingt jedes Mal unmotivierter. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht macht sie immer dieselben Geräusche, aber... Wer weiß. Oh. Weil selbst das gute Goron-Gewürz will sie haben. Hä? Wollte die jemals die Sachen hier kaufen? Habe ich vorhin noch gesagt, da kaufen wir ein bisschen mehr von. Ja, natürlich, ja, das jetzt. Okay. Was wollen sie denn haben? Nichts, was ich habe. Was ich abgeben will, besser gesagt. Gut, dann schauen wir uns doch nochmal die Mission an. Also abgeschlossen, 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 unvollständig, unvollständig. Also wir haben noch die Kackmission nochmal und wir haben noch die letzte Mission. Was ist überhaupt bei der letzten Mission Sache? Was ist bei der letzten Mission Sache? Ich guck mal nach. Achso, das mit Terrako fehlt nur noch, ne? Okay, dann machen wir das hier mal und dann würde ich sagen, mache ich das mit besiegte Gegner, Spezialisierungsreiste füllt sich schneller. Besiegte Gegner, Spezialisierungsreiste füllt sich, nehmen wir rein. Ich guck mal, vielleicht gibt es ja wirklich sowas wie, wenn sich, dass sich die Verbündeten stärken. Ja. Weil das wäre so eine gute Sache. Plus ein Herz am Beginn. Oh, ein Herz wäre. Oh, 2, 3, 4, 5. Weniger Schaden, mehr Rubine, Kocheffekte plus 20%. Das wäre eine Idee. Das haue ich mal drauf. Aber ich würde mir trotzdem erstmal angucken. Ich glaube aber nicht, dass der irgendwie sowas ist. Naja, machen wir mal das. So, wechseln wir mal die Figur noch durch. Und zwar zum Mifa. Ich möchte für alle nur das Beste. Ich doch auch. Ich doch auch. So. Ja, weil das Problem ist halt, wir müssen alle Verbündeten bewahren, dass sie nicht sterben. Und das ist halt hier eine Sache der so gut wie Unmöglichkeit. Und wir versuchen es. Besonders, also mit Mifa ist halt die Sache, wir können halt alle immer wieder auffüllen. Mit der Spezialangriffsleiste. Und das versuche ich jetzt halt. Achso, die sind schon verletzt. Ja, die füllt sich echt gut auf. Wo sind die? Guck mal her, meine Freunde. Kommt hier mal bitte. Super, jetzt sind die alle aufgefüllt.
Hey Neues, wie geht's? Super, jetzt sind die auch aufgefüllt. Weil anders habe ich keine Ahnung, wie wir es machen sollen. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich bin anwesend. Ja, ja, ich weiß es. Ich muss mich nur hier mega konzentrieren, weil wenn ich... ich darf hier keinen der Leute hier verlieren, die mit mir kämpfen. Weil wenn doch, dann muss ich die Schlacht nur von vorne machen. Und ich habe keinen Bock, die jetzt nochmal zum dritten Mal zu machen. Oder vierten Mal? Keine Ahnung. Toll, daneben. Am Hammerkeil kostet 12.000 Stins. Oh! Alle guten Dinge sind da drei. Ja, das ist ja schon mehr als genug. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wo ist die Kiste? Da. Ja, heißt das, das dritte Mal klappt es immer? Ja, wollen wir mal sehen. Ja, ich finde die Mission halt echt kacke. Deswegen ganz viel Konzentration. Aber wenn wir es geschafft haben, dann fehlt nur noch die letzte Mission. Und die scheint jetzt echt nicht anspruchsvoll zu sein im Verhältnis. Und wenn wir die geschafft haben, dann ist... Ach, hier ist ja noch einer. Was macht denn der Offizier hier? Na komm, ich halte dich mal kurz. Soll ich mich so nerven? Ja, also die schlimmste Mission finde ich immer noch die, wo man nicht getroffen werden darf. Da darf also hier gibt es ja Missionen, da darfst du nicht einmal getroffen werden. Und wenn doch, dann ist Schluss. Und die finde ich am allerschlimmsten hier in dem Spiel. Fand ich schon beim ersten Ableger schlimm. Nicht erste Teil, ersten Ableger. Aber die gehören ja nicht zusammen, die Spiele. Viele sagen ja erster Teil, zweiter Teil, aber es ist ja nicht so. Aber wir sind eigentlich ganz gut. Ach stimmt, der haut ja nochmal. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Ja gut, jetzt fängt's an. Ja, weil das ist jetzt das Schlimme. Und zwar, der wird jetzt alleine gelassen. Und der kann jetzt halt extrem viel Schaden einnehmen. Und wenn wir Pech haben, dann stirbt der halt. Und das ist uns vorhin ja passiert. Aber jetzt ist der komplett aufgeladen. Ich verstehe auch nicht, warum der das ist und nicht Supra. Weil Supra würde da... Obwohl Koga ja sogar sagt, Supra soll zurückbleiben. Deswegen der Dialog ergibt gar keinen Sinn. Ich meine, auch als wir das damals gespielt haben, hat das mehr Sinn ergeben.
schon die schlimmsten Missionen sind, die, welche man immer verkackt. Ja, die auch. Ja, und der hat da schon einen Gegner. Kacke. So, jetzt spawnen hier welche. Da sind sie. Und her. So, und jetzt ganz schnell zu den anderen. Ja, und wir haben es verkackt. Man kann es nicht machen. Es geht nicht. Ich kann nicht so schnell dahin. Das ergibt keinen Sinn. Bewahre alle Verbündeten vor der Niederlage. Ja, wie denn? Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre, dass man das zu zweit spielt. Aber zu zweit kann ich das jetzt nicht spielen. Okay, das ist derselbe Beitrag. Warte, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Okay. Ach nee, das war 2020. Okay, das hilft mir nicht. Das ist auch 2020 auch. Nee, das ist Mitte des Jahres, ich brauche ein neues. Ah, hier. How to unlock the secret DLC 2 character. Ja, hier steht, man soll es genauso machen, wie ich gerade sage. Kann ich nicht irgendwie den letzten Punkt oder so öffnen? Nee, kann ich nicht. Boah, ich will die Schlacht jetzt nicht nochmal von vorne beginnen. Das ist doch Kacke. Der Anfang ist schon beschissen. Okay. Machen wir erstmal eine andere Mission und dann versuche ich das danach nochmal. So.
gut. Wir müssen auch noch die letzte Mission. Das war jetzt die und wir müssen noch die allerletzte machen. So, machen wir das mal so. Ja, wir müssen nur noch die Terrakot-Teile alle kriegen. Puh. Hat sich denn da noch etwas ergeben Neues oder ist das jetzt so, ist das jetzt so wie es ist oder ist da jetzt irgendwie noch was? Da kam nichts mehr, zumindest so wie ich das bis jetzt gehört habe. Okay. Hast nicht gesagt, da soll noch Konsequenzen rausfolgen oder so? Also kamen da noch Konsequenzen? Sollten, keine Ahnung, ob da noch was kam oder kommen wird. Okay. Kannst uns ja auf den, oder mich, oder wie auch immer, auf den neuesten Stand halten. Ja, das ist der Große, ne? Ah. Für den einfach nur nervig, ne? Für den noch nicht mal schwer oder so. Der ist einfach nervig. Na shit. Okay. Ja, wollte gerade fragen, soll man den überhaupt besiegen? Oder meinst du das so, man besiegt den noch nicht am Anfang? So, wo geht's hin? So, du bist erstmal da. Hallo? Achso, der ist zu. Neues Ziel. Wo ist denn das Ziel? Hä? Hier ist kein Ziel. Ach so, einfach einen Weg finden. Ja, okay. Okay. Solche Missionen sind mir ja die liebsten, ne? Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ah, ich weiß wieder, was man machen musste. Ich weiß, ich glaube hier... Boah, der Wind ist schon cool gemacht. Ich glaube, man sollte hier diese Terrakot-Teile finden. Was ja dann auch später der Sinn der ganzen Aufgabe hier ist. Und dann hoffe ich, dass wir später noch die letzte Aufgabe da auf 100% kriegen können. Hier ist schon mal nix. Da läuft jemand zur Seite.
Da hinten. Hallo? Ach, eins. Ja, wir müssen von jedem, also wir müssen alle Dinger davon finden. Ich weiß nicht, wie viele das sind, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das hier diese Zusatzmission, dass wir jedes Ding einmal sammeln müssen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das anscheinend... Moment, ich gucke trotzdem nochmal nach. Nachdem ihr alle auf der Karte markierten Spuren eingesammelt habt und zum Ziel gelaufen seid, wird Pura die Spuren analysieren. Robelo wird hingegen zu einem Vorposten im Osten aufbrechen, begleitet ihn und beschützt ihn, am Ende des letzten Spur von Terracore zu finden. Okay. Alles klar. Das bedeutet, dann haben wir... Ja. Und sonst? Hier, Neues auf Disney Plus, kann man seit gestern den Film The Last Duel gucken. Ich habe den selber noch nicht gesehen. Ich höre immer nur, wie geil der sein soll. Ich weiß nicht, ob du da Interesse dran hast. Ich wollte den schon gestern gucken, aber ich war mega müde und ich habe dann gestern noch mit Avatar angefangen. Also ich weiß nicht, ob ich Avatar heute weiter gucke oder ob ich den Film mal anfange. Der geht aber über 2,5 Stunden. Da war ich mir dann ein bisschen unsicher. Aber der soll sehr, sehr geil sein. Muss ich mal gucken, sagt mir nichts. Der ist von Ridley Scott und da spielt auch Adam Driver und so mit. Und ich weiß von dem Film persönlich auch so gut wie gar nichts. Ich höre immer nur, dass das ein sehr, sehr geiler Film sein soll. Aber ich höre auch von manchen, der soll sehr überbewertet sein. Also von manchen höre ich das. Also manche sagen, der ist unterbewertet oder beziehungsweise die sagen, dass der auf jeden Fall das ist, was er sein soll und so, aber manche sagen halt auch, nee. So. Nein, nicht so Impa. Ach komm, dann dahin. Und Impa soll da bleiben. Also ich glaube, der ist von Ridley Scott, der Film, meine ich. Also wieder so ein Epos-Film. Und ich bin alleine wegen Adam Driver sehr gespannt, weil ich habe Adam Driver leider abseits von Star Wars nie gesehen. Aber der spielt halt in sehr vielen Arthouse-Filmen mit. Und da bin ich mal gespannt. Ach so, und ich habe übrigens gestern neue Filme bekommen. Und darunter habe ich zum Beispiel endlich Hot Fuzz, oder wie der ausgesprochen wird, gekriegt. Das ist ja von den Scott Pilgrim-Machern und da bin ich mal gespannt. Und dann hat mir der Verkäufer dort im Laden gesagt, das wusste ich gar nicht, dass das der erste Teil einer Trilogie ist. Und Tatsache. Also die Trilogie sieht so aus, als erstes kommt der, dann kommt Shaun of the Dead und dann kommt... The World Ends With You, oder irgendwie the End of the World, oder irgendwie so ein Film. Und die gehören wohl alle irgendwie zusammen. Also ich wusste, dass die irgendwie eine Verbindung untereinander haben, aber ich wusste nicht, dass das wirklich, also dass die wirklich so stark miteinander verknüpft sind. Naja, bin ja mal gespannt. Also ich werde mir den auf jeden Fall angucken, wenn er mir gefällt, hole ich mir dann nochmal Shaun of the Dead, auch wenn er mir nie so gefallen hat. Aber da hat er auch gesagt, wenn er dir nie gefallen hat, also ist natürlich Meinung, hat er gesagt, aber vielleicht liegt es auch dran, weil man den ersten Teil auch vorher geguckt haben sollte. Und ich habe mir noch so ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich habe mir zum Beispiel Dark Shadows geholt. Ich weiß, der Film ist nicht so geil, aber ich wollte ihn halt hauptsächlich haben für meine Tim Burton-Sammlung. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch geholt? Transcendence, oder wie der heißt? Den mit Johnny Depp, den Film?
Boah, und weiß gar nicht, was ich noch geguckt habe. Was ich mir noch geholt habe. Hey! So eine schöne Straße hier, um mit Ritschu hier lang zu fahren. Boah, was habe ich mir denn noch geholt? Ich habe mir voll viele Filme geholt. Ich habe mir, glaube ich, 6 oder 7 Filme geholt. Wollte ich eigentlich auch zum Zeigen machen. Weil, also mehr kriege ich die nächsten Tage. Also, die nächsten Tage. Ich werde wohl schon was kriegen, aber da würde ich gerne was separat nochmal machen. Ja, Kacke. Das muss ich wohl vorziehen. Oh, muss kurz überlegen, was habe ich denn noch geholt? Indiana Jones 4? Den habe ich jetzt auch endlich. Jetzt fehlt mir nur noch der zweite. Und ich habe sogar so eine Doppeldisc-CD. Ich habe mich schon so gewundert, warum passt der denn nicht so ins Regal? Ja, weil es davon schon eine andere Version gibt. Und ich habe sogar so eine Special Edition davon, wo man 2 Discs drin hat. Was ich jetzt nicht schlecht finde, aber ich wäre natürlich schön gewesen, wenn das die gewesen wäre, die man besser im Regal gepasst hätte. Naja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Ich habe die jetzt neben die Star Wars Filme gepackt, weil die auch von Lucasfilm sind. Shit, nur noch 1-2 Schläge gebraucht. Eis! Eis ist ein Gerücht. Ja, ich habe noch irgendeinen Film mit dem Schwarzenegger gekauft, weil der nur 1 Euro gekostet hat und mein Vater hatte den auch gekauft und ich dachte so, ach, müsste mal mit, vielleicht ist der ja ganz lustig. Ja. Hatte mir überlegen. Ich hatte noch welche. Ich hatte ganz viele. Ich glaube, ich hatte 15 Filme oder so. Wenn ich mich jetzt nicht vertute. Naja, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Vielleicht komme ich noch drauf. Und wenn nicht, dann ist es so. Hey, geh raus. So, danke. Hier, ich habe noch Monster House. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist ein Animationsfilm, der auch so ein bisschen wie diese Stop-Motion-Filme von Tim Burton aus, also hier sowas wie, oder nicht von Leica, das ist sowas wie Coraline oder Paranorman, erinnert sehr stark daran, nur als halt als Animation. Ist ein sehr interessanter Film, Meme-Potenzial sehr hoch. Gibt da sehr viele Memes dazu. Von dem Film eher mäßig. Oh, der ist halt nett. Das ist jetzt kein Superfilm, das ist aber so ein Film, ich sag mal, wenn man den als Kind guckt, findet man den halt lustig und so. Ist der von irgendjemandem, den man kennt? Weil ich meine, ich hätte irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass der, also der ist nicht von Burton, das weiß ich, aber ist denn irgendjemand mit verstrickt?
der was irgendwie von irgendwas anderem. Weil ich meine, irgendwo was gelesen haben. Die normalen mit weißer Schoki drum, die habe ich noch nie gegessen. Die habe ich echt noch nie gegessen. Ich muss sagen, ich mag aber auch die. Also Oreo finde ich meist auch immer so eine Sache. Im Prinzip lecker, aber auch im Prinzip so schon irgendwie eine komische Sache. Naja, da gibt's aber echt leckere Sachen. Toll, mitten im Satz eine Werbung, keine Ahnung, was in den letzten 20 Jahren gesehen. Ja, ich muss mal wegen dem Werbesystem gucken. Obwohl, hä, bei mir stand gerade, dass es keine Werbung war. Ja, ich hab gesagt, ist der Monsterhaus nicht von irgendjemand, den man kennt? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber ich meine, von irgendjemandem ist der. Der ist nicht von Burton. Burton hat damit nichts zu tun. Das habe ich gesagt. Oh, keine Ahnung. Aber das hatte schon einen Grund, warum ich den mir holen wollte. Also abseits davon, dass ich den Film eigentlich gerne mag. So, warte mal, ich kann ja mal ganz kurz nochmal schauen. Ich habe mir ein Bild gestern gemacht, ich wollte das eigentlich... Ach, ich habe doch auf Insta auch was gepostet, stimmt. Ja. Stimmt, ich habe mir John Rambo noch geholt. Das ist der, vierte Rambo-Teil. Den habe ich persönlich noch nicht. Das ist der vierte Rambo-Teil. Jetzt fehlt mir nur noch der dritte und der fünfte, dann habe ich alle. Ja, schade. Und ich habe mir noch Exodus, Götter unter uns, geholt. Auch ein Film von Ridley Scott. Den habe ich letztens bei Disney Plus gesehen. Also im Prinzip kann ich den aktuell gucken, aber ich fand den so geil, ich wollte den unbedingt in der Sammlung haben. Der hat mir echt gut gefallen. Deswegen habe ich ja auch Kingdom in Heaven, oder wie das Film heißt, geguckt. Weil es auch von Ridley Scott und geht auch in so eine Richtung. Geht halt nur da um die Kreuzzüge. Oder so gesagt, die Zeit zwischen dem zweiten und dritten Kreuzzug, glaube ich. Bin mir jetzt aber auch nicht mal sicher. Und ja, den muss ich aber sagen, den fand ich nicht so geil wie den jetzt. So, es kann sein, dass hier irgendwo die Erinnerung... da ist die Erinnerung. Achso, der ist sogar hier gewesen, der Robelo. Finde und sammle alle Spuren von Terraco. Schön. Kaka. Ja, das sind die Filme. Was ich ein bisschen schade finde auf den Streaming-Plattformen, da ist echt selten Bonusmaterial bei. Aber wenn dort Bonusmaterial bei ist, ist das echt geil gemacht. Also besonders halt bei, ich sag mal, sowas wie die Star Wars-Sachen, die dort exclusive sind, sowas wie Mandalorian, da gibt's halt echt ganze Dokumentationen mit. Und die sind halt echt geil gemacht. Und da muss ich sagen, Respekt. Weil die auch mit den originalen Synchronsprechern sind und so. Es ist echt nice gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber wäre cool, wenn die Tür jetzt hier aufgeht und man könnte alle die Kumpanen mit hier holen. Ich glaube, wir sind sogar jetzt noch stärker. Guckt euch das mal an. Ja, das geht jetzt flott.
Viva Joko und Klaas gegen die Welt. Das kommt erst am Samstag. Das jetzt am Dienstag, das war Joko und Klaas gegen ProSieben. Am Samstag kommt Joko gegen Klaas um die Welt. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das live gucken werde, aber ich denke mal schon. Aber das Problem ist, dort sind Leute bei, die mich absolut nicht interessieren, weil das ist wieder mit Promis. Und weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, was ich sehr cool fand, ist, die haben gestern halt, die haben gewonnen und haben 15 Minuten Sendezeit gekriegt und die haben dann halt wie man auch schon letztes Mal dachte, haben die halt über Corona dieses Mal geredet und Appell gerichtet wegen Impfungen und sowas und oh Gott. Hab ich ja ganz vergessen. Der Controller vibriert. Also es war schon echt cool. Aber ich muss sagen, die Serie, also ich fand die letzte Folge ein bisschen besser als die aktuelle Folge. Und die Folge davor fand ich schon ein bisschen, So, es fehlt tatsächlich nur noch das eine. Ja, man sollte es aber erwähnen, ne? Und es waren sehr viele Böse deswegen. Weil ich mir so denke, ich finde es gut, dass sie ihre Reichweite nutzen. So. Naja, ist aber ein Thema für sich. So.